Komm ich doch lieber nach Hause. Ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich kann nicht. Die Bullen halten mich wieder ein Kidnapper. Die locken mich sofort ein. Ja, aber schau dir das doch mal bitte an hier. Wann bist du hier fertig? Tut mir leid, heute bin ich schon mit Alex verabredet. Ja, und morgen? Morgen auch. Ich hab's begriffen. Tja, das war's dann wohl, was? Oder vielleicht übermorgen oder so. Und du glühst ja richtig. Du hast hohes Fieber. Das habe ich öfter. Was denn in der WG mit Renate so anders als hier? Och, jetzt hör doch auf, Mann! Weißt du, nichts passt dir, alles mache ich falsch! Du kapierst aber auch einfach nichts! Hier ist noch so viel, was ich lesen wollte. Möchtest du den Zauberberg auch mitnehmen? Julia, ich hab dich was gefragt. Ach so, ja, bin ich bisher nicht so gekommen, gerne. Sag mal, wo ist denn eigentlich mein Walkman? Wahrscheinlich hast du ihn wieder im Bett liegen lassen. Ja, das wird es sein. Sag mal, Papa, meinst du, ich könnte vielleicht meinen Fernseher da aufstellen? Sicher, ich lasse ihn dir vom Fahrer bringen, ja. Und hast du deine Kostüme schon eingepackt? Du weißt doch. Eine Dame ist perfekt gepflegt in jeder Lebenslage. Genau. Ich muss noch den Fragebogen ausfüllen. Hatte irgendjemand in unserer Familie Erbkrankheiten oder andere schwere Krankheiten? Lass mich mal überlegen. Also, Christophs Großvater hatte eine Herzkrankheit. Aber es geht doch hier um dein. Das ist alles, was ich weiß. Und hatte irgendjemand Krebs oder Diabetes? Nicht, dass wir wüssten. Nicht wahr, Christoph? Nicht, dass ich wüsste. Ist der Herr von und so schon weg? Meinst du Henning? Ja, ja. Hat er dich wieder genervt? Ach, genervt eigentlich nicht. Wie sollte er auch? So ein netter Mensch. Ach, spinnst du? Ich finde ihn überhaupt nicht nett. Und das Theater neulich? Bei der Eröffnung vom Kuckucksnest? Was denn für ein Theater? Du wolltest ihn eifersüchtig machen. Und ich hab den Idioten gespielt. Ist dir das so schwer gefallen? Oh, Frauen sind so grausam. Zuerst rettet man sie vor dem Teufel und dann hüpfen sie mit ihm ins Bett. Spinnst du, hast du sie nicht mehr alle, oder? Ach, jetzt sag bloß, du willst nichts mehr von ihm. Will ich auch nicht. Aber? Aber nichts. Also irgendwie mag ich ihn natürlich schon. Na also, warum nicht gleich so? Aber nicht, was du denkst. Nicht, was ich denke? Nein. Sondern? Sondern gar nichts. Bei dem und bei mir, da gibt's immer nur Mord und Totschlag. Tja, wenn du meinst. Naja, jedenfalls hat er es jetzt, glaube ich, endgültig kapiert. So endgültig wie du. So, also ich glaube, jetzt habe ich alles, so gut es ging. Wird schon stimmen. Mhm. Na dann, gute Nacht. Schlaf gut, Julia. Mhm. Die letzte Nacht in meinem eigenen Bett. Du bist bald wieder zu Hause. Glaub mir. Gute Nacht, mein tapferes Mädchen. Es wird alles gut. Wie kannst du es nur zulassen, dass Julia falsche Angaben auf dem Fragebogen macht? Nicht meine Familie, sondern deine ist wichtig für die Krankengeschichte. Das weißt du ganz genau. Was regst du dich so auf, Christoph? Dir ist doch offensichtlich nicht klar, dass du Julia damit schadest. Was soll so ein Fragebogen? Du kannst doch überhaupt nicht beurteilen, was für die Ärzte wichtig ist. Was sollen die Angaben über die Anstettens? Ich bin mit Julia nicht blutsverwandt. Ich weiß. Aber ich kenne die Krankengeschichte von Julias Vater und seiner Familie nun mal nicht. Dann müssen wir sie eben herausfinden. Es geht um Julias Gesundheit, vielleicht sogar um ihr Leben. Wir müssen Julia sagen, wer ihr leiblicher Vater ist. Nein, niemals. Gerade bei Krebs sind die genetischen Angaben äußerst wichtig. Das wäre nicht klug. Julia hat im Moment so viel zu ertragen, lade ihr nicht noch mehr auf.
Sie glaubt, du bist ihr leiblicher Vater. Belasse es dabei. Es geht um ihr Leben. Julia könnte einen Schock bekommen. Ihr Zustand könnte sich noch mehr verschlimmern. Nein, Christoph. Die Ärzte brauchen richtige Angaben. Wenn wir Julia schon nicht die Wahrheit sagen, dann müssen wir es wenigstens den Ärzten gegenüber. Wenn du meinst, dann rede ich mit den Ärzten. Olivers Prozess fängt bald an. Und ich habe noch so viel zu erledigen für ihn. Ja, braucht den besten Anwalt. Und ich muss ihm helfen, den richtigen zu finden. Wir wissen nur noch nicht, woher wir das Geld kriegen sollen. Also, das ist doch eigentlich nicht deine Sache. Ja, versteht ihr denn nicht? Mit dem richtigen Anwalt wäre Oliver sicher bald wieder frei. Susanne, es war Mord. Es war ein Unfall. Du weißt, was wir von Oliver halten, Susanne. Jan, endlich. Und? Hast du was erfahren über Florian und Anna? Ja, in Düsseldorf sind sie. Das ist sicher. Erzähl schon. Ich dachte, wir sprechen über Oliver. Also mehr weiß ich nicht. Ja, ich konnte sie nicht finden. Woher weißt du, dass sie in Düsseldorf sind? Sie wollten ins Jugendasyl, aber die hatten da keinen Platz mehr. Und jetzt? Jetzt suchen wir weiter. Wir haben eine Meldung an die Zeitung und den Rundfunk gegeben. Wir sollten Annas Mutter benachrichtigen. Außerdem wollen wir Flugblätter und Handzettel mit den Fotos der beiden verteilen. Ach, ich weiß nicht. Machen wir uns da nicht lächerlich? Ja, und wenn schon. Hauptsache, wir machen irgendetwas. Habe ich übrigens von unserem Florian gelernt, zu einer Zeit, als du noch unterwegs warst. Von Aki brauchen wir auch Fotos. Kannst du das morgen früh besorgen, Jan? Nee, das geht nicht. Wieso? Ich habe einen Arzttermin. Jan! Na, sag mal, du hast ja Fieber. Ich hab doch geahnt, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Mama, ich werde schon nicht sterben, ja? Warten wir erst mal ab, was sagt's morgen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ziemlich blöd von mir. Ich bin ja so froh, dass du überhaupt wieder da bist. Ich mache alles wieder gut. Hast du eigentlich einen Gummi? Ja, ich auch nicht. Ja, was hast du denn? Du wolltest doch. Ja, aber einfach so ohne. Was soll's? Ich weiß nicht. Also erst willst du unbedingt und jetzt auf einmal? Ach, es ist nur,
tut mir leid. War keine Absicht. Habe ich sonst noch was angestellt? Nein. Solange das Bett noch auf dem Boden steht. Das wird sich schneller ändern, als du denkst. Falls du noch Zeit dazu hast. Für den Job reißt du noch kein Bein aus. Gar nicht. Aber als Nachfolger deines Vaters. Fängst jetzt auch noch damit an. Hab mich selbst schon oft genug damit genervt. Das wäre doch ein Riesensprung. Sag mal, hat Max dich eigentlich geschickt, um mich zu überreden? Max liegt sehr viel daran, dass ich mich ins gemachte Nest setze, ich weiß. Nein, dass du die Firma übernimmst. Was ist denn daran so schlimm? Ich habe keine Lust, da weiterzumachen, wo mein Vater aufgehört hat. Und wenn er das nicht endlich einsieht, dann tut's mir leid. Also wenn Max sich was in den Kopf gesetzt hat, geht er über Leichen. Oh, da kann ich ja froh sein. Mich hat er nur 15 Jahre lang links liegen lassen. Ja, aber das ist doch längst vorbei. Nicht für mich. Aber ihr versteht euch bestens. Aufwachen. Wach mal auf. Was ist denn? Wir hätten es nicht tun dürfen. Wieso? War doch schön. Ich hab Angst. Wovor denn? Ohne Gummi, das war... Das war einfach leichtsinnig von uns. Ach komm. Du hast gut reden. Hey. Was hast du denn? Mann. So ohne das war einfach scheiße von uns. Ich könnte ja auch Elze dann einen Tripper kriegen. Von mir? Ja. Danke für das Vertrauen. Ja, wie war denn das mit Renate und dir? Habt ihr mit? Bitte. Ja, wenn nicht, dann vielen Dank. Möchte ich nicht wissen, was ich mir alles geholt habe. Natürlich hatten wir einen. Ach nee. Bei der hast du also aufgepasst. Nur bei mir nicht. Vielen Dank. Ich darf das dann alles ausbaden. Ach, wieso ausbaden? Du weißt ganz genau, was ich meine. Anna. Das ist doch voll unromantisch. Schau, da ist man mittendrin und dann das Gefummel mit dem Gummi. Besser das Gefummel als den Stress hinterher. Dein Bademantel hänge ich in den Schrank. Und den Walkman lasse ich am besten gleich auf dem Nachttisch liegen. Mhm, danke. Mein Teddy. Gut, dass der da ist. Ja? Hallo. Hallo. Na, wie fühlst du dich hier? Ich weiß noch nicht. Naja, solange der dabei ist, kann ja nichts schief gehen, ha? Mhm. Danke, mach ich später. Na, wie fühlt man sich denn so als Geschäftsfrau? Fabelhaft. Ist einfacher, als ich dachte. Ist eine tolle Branche, wenn man die richtigen Fähigkeiten hat. Deswegen ist es ja so einfach für mich. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Da kann die nächste Generation noch was von dir lernen. Du meinst Kathi? Mhm. Sie hat mir von ihren Plänen erzählt. Habe ich mir fast gedacht. Dass du mir ja nicht auf die Idee kommst, sie allzu sehr zu ermutigen. Ich weiß. Ein hübsches Gesicht ist gut und schön. Aha. Schule geht vor. Wenn man mir alles erlaubt hätte, als ich so alt wie Kathi war, wo wäre ich da heute? Das frage ich mich ja auch. Max. Morgen, Fiona. Du, ich suche Alex. Wenn du keine Musik hörst, ist der wohl weg. Tja, dann komme ich eben später nochmal.
Und ich reich dir wohl nicht? Oh, ganz im Gegenteil. Für so ein Kompliment kannst du sogar meine Buchführung weitermachen. Also, die überlasse ich lieber anderen. Ich hoffe, du denkst dabei nicht an Alex. Jetzt noch nicht, aber vielleicht schon in naher Zukunft. Er setzt sich in kein gemachtes Nest. Was heißt hier gemachtes Nest? Er soll sich sein eigenes bauen. Aber er will selbst Dinge ausprobieren. Aber er muss doch endlich mal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Du, wenn er den Spruch hört, geht er dir an die Gurgel. Na gut, dann mache ich eben gleich Nägel mit Köpfen. Mit diesem komischen Berater, der ihm zur Seite stehen soll? Genau, und da werde ich mich schnellstens drum kümmern. Schön, dass du kommst. Wo ist denn Julia? Bei einer Untersuchung, aber sie wird gleich fertig sein. Du, ich muss dringend weg. Kannst du auf sie warten? Natürlich. Danke. Ich wollte dich noch was fragen. Ja? Findest du es eigentlich richtig, Kathi die Modelschule zu bezahlen? Wieso? Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ja, ohne Barbara was davon zu sagen. Und schließlich geht die Schule vor. Ja, weiß Barbara denn nichts davon? Ja, woher denn? Ja, hat Kathi nichts gesagt? Die wird sich hüten bei den Noten. Und wenn Barbara doch etwas erfährt? Dann möchte ich lieber nicht dabei sein. Um Gottes Willen, ich wollte der Kleinen nur was Gutes tun. So früh am Morgen und schon so fleißig? Wenn du mir helfen willst, hier ist der Lappen. Nein, danke. Ich denke, es kommt eh gleich Verstärkung. Ach so, du glaubst also noch an Wunder. Hm? Wetten? Gleich geht die Türe auf und ein herrlicher Hengst kommt hereingeritten mit dem Herrn von und zu im Sattel. Kannst du mal die Platte wechseln? Du hättest doch nichts dagegen, wenn er seinen Morgenritt unterbrechen würde, um hier die Aschenbecher zu leeren. Hast du schlecht geschlafen? Ich will doch gar nichts von dem. Ich glaube, der würde das glatt machen. Für dich? Hast du eine Ahnung? So einer drückt sich doch, wo es nur geht. Wieso? Du kennst ihn doch gar nicht richtig. Ach, Mensch schon. Dafür kenne ich ihn gut genug. Denk dran, jeder Mensch hat viele Seiten. Pauschalurteile bringen da gar nichts. Arbeitest du nachts zufällig bei der Telefonseelsorge oder so? Ich versuche mich nur in seine Lage zu versetzen. Ist doch ziemlich hart, wenn man immer gegen Vorteile kämpfen muss. War heute Nacht irgendwas? Denk dran, jeder Mensch hat auch gute Seiten. Ah ja. Versuch dir mal vorzustellen, wie hart es ist, sein Leben lang als schlechter Mensch angesehen zu werden. Sprichst du dazu völlig aus Erfahrung? Ich spreche von Henning. Arno, wir müssen nachher noch den Text für die Handzettel machen. Ja, natürlich. Die Fotos sind schon kopiert. Dann können wir sie ja eigentlich gleich morgen in Düsseldorf verteilen. Mach doch noch ein paar große Abzüge, weißt du? Am besten so groß wie ein Poster, die können wir dann aufhängen. Mhm. Susanne, du kommst doch mit. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Was gibt's denn so Wichtiges? Ich muss für den Prozess noch viel erledigen. Und zur Uni muss ich auch noch. Na, dein Bruder scheint dir ja sehr am Herzen zu liegen. Was kann ich denn dafür, wenn er so einen Blödsinn macht? Und wenn ihm jetzt was passiert? Immer nur Florian und Jan. Der arme Jan ist krank. Und Florian, wie kannst du nur weglaufen? Sowas macht man doch nicht. Denkt einer mal an mich. Wir werden zunächst eine Zytostatika-Therapie durchführen und anschließend wahrscheinlich eine Ganzkörperbestrahlung in Erwägung ziehen. Was heißt das? Die Zytostatika sollen eine Teilung der Krebszellen verhindern. Dadurch können sie sich auch nicht vermehren. Haben die nicht furchtbare Nebenwirkungen? Ja, das stimmt. Es kann zu starker Übelkeit kommen. Das ist ja wohl nicht alles, oder? Auch das Wachstum von Haaren und Nägeln kann beeinträchtigt werden. Heißt das dann, dass ich bald keine Haare mehr habe? Wir müssen damit rechnen. Frau Dr. Seewald wird sicher ein Medikament aussuchen, das nicht allzu große Nebenwirkungen hat. Also meine Haare interessieren mich jetzt am allerwenigsten. Die werden schon schnell genug nachwachsen. Wenn ich den Rest überlebe? Der Rest ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Nach Eintritt der Remission. Wenn die Krebszellen zerstört sind. Ja. Also dann könnten wir eine Knochenmarktransplantation durchführen. Ich verstehe nicht. Im Knochenmark wird das Blut gebildet und durch das frische Knochenmark wird gesundes Blut gebildet. Das Problem dabei ist, dass das fremde Knochenmark unter Umständen abgestoßen wird. Und dann? Ihr Immunsystem muss für eine gewisse Zeit durch Medikamente geschwächt werden. Bin ich danach gesund? Sie haben sehr gute Chancen, Julia. Wie gut? Es gibt viele Menschen, die großes Glück hatten und nach der Therapie ganz normal weiterleben konnten.
Was ist mit denen, die Pech hatten? Kann es sein, dass ich das dann alles umsonst gemacht habe? Mann, bin ich fertig. Und? Was hat der Arzt gesagt? Ich habe eine Mononukleose. Mono was? Ach, ist nichts Bösartiges. Man sagt doch benigne Leukämie dazu. Leukämie? Das darf nicht wahr sein. Ach, Mama, benigne heißt gutartig. Ach, die Symptome sind die gleichen, aber diese Krankheit ist harmlos. Wenn's der Arzt sagt, wird's schon stimmen, auch wenn's fürchterlich klingt. Ja, aber warum heißt es denn dann Leukämie? Das macht einem ja Angst und Bange. Ach, das ist eine ungefährliche Viruskrankheit, deswegen bin ich auch immer so schlapp. Aber der Arzt sagt, das geht von allein wieder weg. Hat er dir wenigstens was verschrieben? Nichts. Außer Ruhe, gesunde Ernährung, frische Luft und liebevolle, fürsorgliche Eltern. Ja. Ach, das ist aber mal eine nette Überraschung. Oh, findest du? Du kommst sicher rein zufällig hier vorbei. Nein, also eigentlich komme ich rein absichtlich vorbei. Ja, da bin ich aber neugierig. Komm doch ganz rein. Ja, also ich mache es kurz. Es geht um die Spenderliste für das Jugendasyl. Ach so. Mhm. Ich müsste diese Liste noch mal sehen. Ich soll mich um neue Sponsoren bemühen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Geld. Tja, du kannst sie natürlich haben, nur ich habe sie im Büro. Ach so. Wie machen wir das denn am besten? Weißt du, lass uns doch heute Abend zusammen eine Kleinigkeit essen gehen. Ich bringe sie dann mit. Hm. Ich weiß nicht, also eigentlich müsste ich Fiona noch fragen, ob ich kann heute Abend. Sie hat doch sicher nichts dagegen. Stimmt. Na also, ich wüsste tatsächlich noch ein paar Sponsoren, die man ansprechen könnte. Ach ja? Passt es dir um 8? Einen Moment. Dann muss ich mal kurz nachgucken. Also, um 8 ist okay. Das Ganze ist natürlich rein geschäftlich. Umso besser. Ich hol dich ab. Okay. Guten Tag, Frau Dr. Seewald. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Tag. Und wissen Sie schon, wie Sie behandeln werden? Wir sprachen gerade über eine Knochenmarktransplantation. Naja, davon habe ich schon gehört. Gibt es denn Spender? Das muss man erst mal sehen. Wir haben noch nicht alle Daten ausgewertet. Was wollen Sie dabei feststellen? Wir brauchen einen Spender mit demselben Gewebetyp wie Julia. Wer kommt dafür in Frage? Meistens kommen nur Familienangehörige als Spender in Betracht. Ah ja. Geschwister sind am besten geeignet. Julia hat ja Geschwister. Geschwister?